knackendes oder ausgerissenes TÜV-Fangband reparieren. Hi Leute und willkommen bei KK Solutions. So, heute möchte ich mich mal ganz gerne mit der knackenden Türe bei meinem Vectra beschäftigen. Ich denke mal, das kennt so ziemlich jeder von uns, dass das Türfangband übelste Geräusche von sich hat. Das hatte ich ja schon mal in der Vorstellung vom Vectra so kurz gezeigt. Also ihr hört das ja. Ist, glaube ich, markenübergreifend. Aber ich kann jetzt hier bei Opel davon ein Liedchen singen. Das war beim Omega schon ein großes Problem. Ich versuche das mal irgendwie hier so ein bisschen einzufangen. Also da drin sind zwei Rollen. Sekunde. Da sind zwei Rollen drin, wo dieses Türfangband eigentlich drin laufen sollte. Macht es nicht mehr, ist klar, weil da drin ist alles abgerissen. Andere Möglichkeiten für eine knackende Tür gibt es natürlich auch noch. Es sind hier einmal die Türscharniere. Die könnten knacken. Beim Corsa B ist das eigentlich dieses typische Geräusch, immer dieses Klack-Klack. Da sind hier so Stege drin und die kann man austauschen. Was natürlich auch noch sein kann. Beim Vectra B jetzt ist es Astra G auch. Da seht ihr dieses Kunststoffplättchen, was dazwischen ist. Nach einer Zeit lullt das auch aus. Und dann macht das für Fangband immer so ein Top-Hüpfer. Die Dinger kosten aber nicht viel. Was habe ich dafür bezahlt? Ich glaube, 1 Euro oder so. Da könnte man sich eigentlich ein paar schon auf Lager legen, weil die nach einer Zeit immer wieder den Geist aufgeben. Ja, also das können auch Möglichkeiten sein für eine knackende Tür. Bei mir ist es jetzt aber so, da die Türbremse oder Türfangband, es ist rausgerissen. Das heißt jetzt erstmal, wir müssen die Türverkleidung abnehmen. So, um die Türverkleidung auszubauen, braucht ihr eigentlich an Werkzeug nur die beiden Schraubendreher. Einen Kreuzschraubendreher und einen kleinen Schlitzschraubendreher, um mal hier und da etwas zu hebeln. Wir fangen eigentlich damit an. Der hat jetzt hier diese Türbeleuchtung. Es kommt immer darauf an. Manche haben es nicht. Wenn ihr es nicht habt, dann könnt ihr diesen Schritt überspringen. Für die Leute, die es haben, ihr habt hier hinter so kleine Klemmen oder Verklemmungen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, das steckt ja so da drin. Das ist oben und unten. Da müsst ihr dann so gesehen einmal ein bisschen hebeln, runterdrücken. Also so dahinter gehen, runterdrücken, ein bisschen wegziehen und von hier unten genau das gleiche. Und dann könnt ihr das eigentlich so hier rausnehmen. Dann habt ihr hier auch schon den Stecker für diese Beleuchtung. Den zieht ihr ab und legt diese Beleuchtung an die Seite. So, das nächste, was wir haben, sind hier unten drunter sind 3 Kreuzschrauben. Die müsst ihr auch losschrauben. Das war gerade das Klötzchen, was ich mir dazwischen gelegt habe, damit die Tür aufbleibt. Hat aber nicht lange gehalten, macht aber nichts. Wie gesagt, hier unten an der Türpappe müsst ihr schauen, meistens sind es 3 Stück. 3 Kreuzschrauben, die jetzt eigentlich hier rauskommen sollte. So, ja. 3 solche Kreuzschrauben, die müsst ihr auf jeden Fall erstmal losmachen. So, das nächste, was wir haben, ist beim Vectra die elektrische Spiegelverstellung, der Schalter. Also es ist auch nichts Wildes, ihr nehmt wieder diesen kleinen Schlitzschraubenzieher, geht hier hinten an diese Kante, hebelt da einmal ein bisschen kurz und dann sollte er
eigentlich schon rauskommen, wie ihr seht. Ist jetzt nichts Schlimmes. Und da ist wieder der Stecker. Der passt auch nur in eine Position. Ihr könnt euch den auch irgendwie markieren oder so, wenn ihr euch da nicht sicher seid. Das ist jetzt aber nicht so das Problem, ne? Eben dieses Steckerchen abzumachen und nachher wieder drauf zu machen. So, was wir dann noch haben, das ist dann hier an dem Hochtöner. Da verbirgt sich auch noch eine Schraube. Das ist eigentlich das Gleiche. Hier sind so kleine, ups, wo sind wir? Da, hier diese kleinen Plastiknasen. Da ein bisschen aufpassen, ja, nicht, dass ihr euch die abbrecht, wenn ihr das da raushebelt. So, weil darunter, da ist noch eine Kreuzschraube. Die drehen wir einmal raus. Na, komm. Und hier hinter der Spiegelverstellung ist nämlich auch noch eine Schraube. Die drehen wir auch eben raus. Wenn er mich dann lässt. Ich muss hier gerade mit dem Fuß ein bisschen die Tür aufhalten und ist gerade alles etwas ungelenk, aber es geht. Hier nur aufpassen. Wie ihr seht, ist die Schraube da reingefallen. Ist aber jetzt nicht so schlimm, weil wir nehmen das eh gleich ab. Und dann kommt uns die Schraube auch entgegen. So, und was wir dann noch haben, ist hier dieses Dreieck. Da könnt ihr einfach mal beherzt dran ziehen. Dann geht das auch ab. Und dahinter, müsst ihr mal schauen, hinter diesem Dämmstoff, da versteckt sich nämlich noch eine weitere Schraube. Dann könnte das Oberteil, also hier diesen Türgriff, eigentlich schon wegnehmen. So, wenn ihr das Teil soweit abhabt, sollte eure Türverkleidung erstmal so aussehen. Ja, das ist das obere Stück, was ihr dann abgeschraubt habt. So, was wir jetzt noch machen, ist eigentlich die Türpappe hier abziehen. Das ist hier an diesen Klipsen, ja, das ein bisschen drunter packen. Die reißen nämlich sonst ganz gerne ab. Also da ruhig mal etwas beherzter dran ziehen und dann habt ihr das eigentlich schon soweit hier ab. So, und was wir dann jetzt hier nur noch haben, die hängt hier oben drin, die Dichtung. Da von unten ein bisschen gegenschlagen und hier mit den Kabeln ein bisschen aufpassen. Und schon habt ihr die Türverkleidung abgebaut. So, was wir dann hier machen, wenn wir die Türverkleidung abhaben, ist dann halt hier die 10er Schraube los. Ich zeige es jetzt mal hier auf der Beifahrerseite, weil auf der Fahrerseite ist es abgerissen. Da sieht man das nicht so gut. Hier drin, einmal oben, einmal unten, sind zwei Schrauben. Da kann man da oben die eine sehen, da unten ist noch eine. Das sind 8er Schrauben, die müsst ihr auch losmachen. Ich habe jetzt nur das Problem, auf der Fahrerseite ist ja da alles abgerissen und da muss ich jetzt ein bisschen fummeln, dass ich die beiden Schrauben da oben, da und da unten abkriege. So, wie ihr hier seht, habe ich das mal auf der Fahrerseite ausgebaut.
also hier, das Blech ist total abgerissen. Das heißt, mein angefertigtes Blech kann ich nicht einsetzen. Das muss ich schweißen oder mir eine neue Tür zulegen. Ich gehe jetzt erstmal vom Schweißen aus. Aber dafür brauche ich erstmal ein Schweißgerät, beziehungsweise dann baue ich die ganze Tür aus und dann muss es geschweißt werden. Dann muss auch der Fensterheber raus und all solche Sachen. Dann habe ich festgestellt, das ganze Türfangband hat sich auch verdreht. Normalerweise gehört es so, also das Türfangband selber, aber die Verschraubung müssten so gesehen nach oben stehen. Hat sich also hier schon verdreht, es läuft auch gar nicht mehr in den Rollen. Also sprich, ein neues Türfangband muss es sowieso geben. Auf der Beifahrerseite ist das gleiche, was ich gesehen habe, also nicht abgerissen, sondern eingerissen. Da werde ich jetzt aber hingehen, das auch nochmal demontieren, sprich Türverkleidung abnehmen. Das zeige ich jetzt nicht, aber nochmal, weil es ist ja identisch. Das Türfangband ausbauen und dann werde ich mir helfen, indem ich hier einfach Unterlegscheiben so gesehen doppelt nehme und die erstmal als Verstärkung aufsetze. So, nachdem ich die Türverkleidung ausgebaut habe, ihr nicht vergessen, ihr müsst den Tieftöner auch noch mit drei Schrauben abschrauben. Dann kann man hier sehen, da an der Kante zwischen den beiden Löchern ist es gerissen. Auf der anderen Seite hatte ich ja erst gedacht, ich kann da das Blech einsetzen, aber da es abgerissen ist und ich das schweißen muss, kann ich das erstmal so nicht machen. Hier ist es wie gesagt auch schon eingerissen. Das werde ich dann bei Gelegenheit auch schweißen. Da werde ich mir jetzt aber erstmal anders helfen, indem ich zwei Unterlegscheiben nehme, weil die Tür wird ja eh nicht so oft betätigt. Und da kann ich mir dann erstmal damit helfen. So, ich denke mal, ihr könnt das sehen. Also ich bin jetzt hingegangen, habe die Schrauben durch mit den beiden Unterlegscheiben. Ihr müsst da so ein bisschen fummeln, weil normalerweise müsstet ihr längere Schrauben nehmen, wenn ihr ein dickeres Blech dazwischen setzt, ein Reparaturblech. Ich mache es jetzt aber erstmal mit diesen beiden Unterlegscheiben. Da reicht eigentlich die Schraubenlänge, die drin ist. Ja, dann zieht ihr hier so ein bisschen am Türfangband und dreht das dann einfach erstmal so fest. Nur nicht auch gerade direkt überdrehen, ja, also auch ein bisschen mit Gefühl und nach Möglichkeit auch schön gleichmäßig, also oben und unten festziehen, dass euch das da auch nicht direkt wieder abreißt. Das dient jetzt erstmal zur Verstärkung, ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Wie gesagt, es ist jetzt erstmal eine Notreparatur. Ups. Das ist die Knarre. Okay. Das ist dann erstmal soweit okay. Ich kann euch das mal kurz zeigen, wenn ihr das hier seht. So, da seht ihr da oben und da unten die Schrauben mit den Unterlegscheiben. Den Riss sieht man jetzt an den Ecken noch ein bisschen, aber zur Verstärkung ist das in Ordnung. So, was wir dann hier noch haben, ist unser Türfangband, das dann wieder an die A-Säule dran muss. Das ist ja 10er Schraube, also 10er Kopf. Nehme ich halt meine Knarre wieder, oben dann mit dem Schlüssel gegenkontern oder von unten, das ist eigentlich egal. Das ist irgendwie
das ist machbar. Dann zieht sich diese Schraube da auch wieder rein. Und dann haben wir eigentlich das schon fertig. Und erstmal eine Notreparatur mit dem Türfangband gemacht. So, die Schraube ist wieder fest. Das Türfangband in der Tür selber ist auch fest. Jetzt schauen wir kurz. Es bewegt sich auch alles schön. Und das war jetzt nicht das Türfangband. Wie ihr da seht, ich will hoffen, man kann es sehen, macht es noch immer diesen kleinen Hüpfer. Das ist aber der Plastikring selber. Der wird bei Gelegenheit dann auch getauscht. Ich muss ja für die andere Seite noch ein Türfangband kaufen und dann werde ich diese Plastikringe einfach auch neu kaufen. Kleiner Tipp von mir, schmiert auf diese Türfangbänder kein Fett drauf. Wenn, nimmt ein bisschen WD-40, irgendein Sprühöl, ist egal. Aber durch dieses Fett verkleben die Rollen da drin und da bleibt der Dreck hängen. Und das führt eigentlich dazu, dass auch schneller diese Fangbänder abreißen. Gut, das war eigentlich soweit das Thema mit dem Türfangband. Es wird jetzt einfach nur noch die Tür komplettiert. Hier kommt nochmal eine neue Folie drauf. Und dann bauen wir die Tür wieder zusammen. Und dann sind wir mit dieser Seite auch schon fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann. Ciao.